mal sehen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ein Mädchen? Ein Mädchen. Wir haben eine Tochter, Catherine. Ein wunderschönes, gesundes Mädchen. Oh, oh James. Wir haben es geschafft. Eine Tochter. Unsere wunderschöne Tochter. Du hast eine tolle Zukunft vor dir, Süße. Da bin ich mir sicher. Na, wen haben wir denn da? Hallo. Ich bin dein Papa, Süße. Papa. Du brauchst noch einen Namen, nicht wahr? Deine Mutter und ich haben uns unterhalten. Was hältst du davon? Das ist ein schöner Name. Meinst du nicht? Passt perfekt zu dir. Anscheinend ist die Genprojektion abgeschlossen. Mal sehen, wie du aussiehst, wenn du erwachsen bist. So, und hiermit ein herzliches Willkommen bei Let's Play Fallout 3. Wir sind hier im Charakter-Creator-Modus, aber nicht für lange Zeit, denn wir spielen ein paar Mods, die schon integriert sind und hoffentlich auch funktionieren, so wie sie sollen. Im Zweifelsfall müsste man, denn wenn das nicht so der Fall ist, ein bisschen vorspielen. Und das werde ich wahrscheinlich auch tun, damit ich die Mods teste. Und der Rest ist aber so gut wie blind. Ich werde wirklich nur gucken, halt ohne die Cam angeschaltet zu haben, ob die ganzen Sachen, die ich rein installiert habe, funktionieren. Und das letzte Mal, dass ich Fallout gespielt habe, war vor circa 3 Jahren ungefähr. Wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne, werden das ja... Ja, es werden ungefähr 3 Jahre gewesen sein. Wir fangen auf jeden Fall mal an und werden erstmal einfach ein vorgefertigtes Face nehmen. Ganz zum Schluss, wenn wir die Vault verlassen, werden wir umsteigen auf ein Safe Game, was schon einen vorgefertigten Charakter hat. Und für die Leute, die sich wundern, warum wir einen weiblichen Charakter erstellen, das hat den Grund, dass viele der Mods auf weibliche Charakter angepasst sind und es wenig Sinn machen würde, dann einen männlichen zu nehmen. So, wir werden starten mit diesem Face hier. Das Ganze verlinke ich auch noch für die Leute, die das vielleicht laden möchten für ihr eigenes Spiel. Wir passen das nur ein bisschen grob an, weil wir das eh nicht lange spielen werden, wie schon gesagt. Also, vorausgesetzt die anderen Mods funktionieren. Ansonsten werden wir wahrscheinlich einfach diesen Skin behalten, damit es uns in erster Linie ums Gameplay geht. Allerdings ein bisschen anpassen wäre noch ganz gut. Wir kommen aus der Vault, wir haben noch nie Sonne gesehen, das heißt, wir haben relativ helle Haut, so stelle ich mir es auf jeden Fall vor. So. Die Augenfarbe machen wir einfach mal grün, weil ich das am hübschesten finde, ganz einfach. Und weiter geht's. Die Frisur. Ich habe hier auch ein paar mehr oder minder hübsche Frisuren geladen. Die verlinke ich auch. Und ich habe mich dafür entschieden, dass wir eine ganz spezielle nehmen. Ist das die hier schon? Nein. Es ist... diese hier. Die Haare... der anderen Mod sehen so ähnlich aus, die wir langfristig spielen werden. Vorausgesetzt, wie gesagt, das klappt alles so, wie ich mir es erhofft habe. Deshalb nehmen wir die doch auch und wir machen die Haarfarbe noch ein bisschen anders, weil dieses Weiß, es sieht zwar irgendwie ziemlich cool aus. Allerdings glaube ich, dass wir damit blond ein wenig besser fahren. Und für die Leute, die jetzt sagen, irgendwie sieht das Gesicht nicht so ganz so aus, als würde das der... Geschichte von Fallout entsprechen. Wer sagt, dass es in der Vault keinen Lippenstift und kein Make-up gab? Also, wir machen einfach weiter. Und damit sind wir auch schon fertig. Ich sag ja, ich wollte mich hier nicht zu lange aufhalten und wir starten direkt ins Spiel. Nachdem wir nochmal bestätigt haben, ob uns die Figur gefällt. Gefallen ist relativ, wir sagen ja und ab geht's. Du wirst deinem Papa sehr ähnlich sein. Siehst du das, Catherine? Oh, wunderschön. Genau wie ihr Papa. Da draußen ist eine große Welt voller verschiedener Menschen. Wie steht's mit dir? Was für ein Mensch wirst du werden? James? Ist einfach... Catherine? James! Catherine! Sie hat einen Herzstillstand.
Herzmassage beginnen. Das Baby muss hier raus. Schnell! Schnell! 1001. 1002. Los doch! Ein Moment, Catherine. Ein Moment, du und ich. Okay. Wir brauchen einen Arzt, keinen Fahrgast. Wenn Sie meine Erwartungen nicht erfüllen, Sie müssen einen Namen schlichten. Das tut in den Augen weh. Mit etwas Dekoration müsste dich hier an Spielzeugen. Wird das ein Zuhause? Komm hierher, Süße. Komm schon. Komm zu Papa. Hier drüben. Mama. Sehr gut. Meine Güte. Gerade mal ein Jahr alt und geht schon wie ein Profi. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Hör mal zu, ich weiß, dass du es nicht magst, wenn dich Papa allein lässt. Aber du musst dich einen Moment mit dir selbst beschäftigen. Du bleibst hier, während Papa schnell in sein Büro geht. Ist schon okay, Süße. Ich bin gleich zurück. Na, wenn das mal keine fiese Kinderfalle war. So, die erste Quest, Laufgitter öffnen. Aber wir haben einen Ball. Das ist doch viel cooler, als das Laufgitter zu öffnen. Ball, 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 Ball. Na, komm da raus. Ball. Oh, ich bin schon im Tutorial fortgeschritten anscheinend. Ja, ja. So. Und wir öffnen das Laufgitter und der Ball kommt mit. Vorausgesetzt... Ach, das gibt's doch gar nicht. Ich wusste, dass ich schlecht im Fußball bin, aber das wird doch wohl möglich sein, den Ball da durch dieses Türchen zu schieben. So. Das Buch Specials anschauen. Das ist dieses hier. Aber erstmal, was haben wir noch? Ja, ich bin ja gerade auf dem Stuhl gesprungen. Ja, ja, ich bin dem Tutorial immer einen Schritt voraus. Was haben wir hier? Oh, Mr. Bär. Hallo, Mr. Bär. Na, kann sich auch umdrehen irgendwie? Nee, so. Ach, weißt du. Mr. Bär möchte heute nicht spielen. Ein Rennauto. Das möchte ich haben. Komm, dreh dich um. Dreh dich um. Perfekt. Wum, 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 wum. Langweilig. Special Buch. Aktivieren mit E. Und mit E habe ich auch Dada gemacht. Juhu. So, hier können wir nämlich unsere Stärken verteilen, beziehungsweise unsere Charakterzüge und unsere Fertigkeitspunkte. Stärke ist, glaube ich, ganz gut, das nehmen wir auch mal direkt, weil wir gerne Sachen herumschleppen. Und wenn es eins gibt, was ich überhaupt nicht mag, dann ein übervolles Inventar. Und ich weiß auch gar nicht mehr, es kann sein, dass man dadurch auch langsamer wird, wenn man ein volles Inventar hat. Und das kann ich überhaupt nicht leiden, also vergeben wir erstmal einen Punkt auf Stärke. Wahrnehmung. Ich glaube, wie es hier schon beschrieben steht, schmecken und riechen und sehen und hören und hast du nicht gesehen. Ich glaube, das Sehen steht dafür, dass man Items vielleicht etwas schneller sieht und vielleicht gilt es auch für Gegner, ich weiß es nicht. Hören und riechen und tasten und schmecken, weiß ich jetzt nicht, wie sich das auswirkt auf das Game. Und ich nehme es auch einfach erstmal nicht, weil ich ein etwas anderes System mir vorgestellt habe, wie wir dieses Spiel bestreiten werden. Und das fängt an mit der Ausdauer. Lange Rennen ist immer gut, Ausdauer sowieso, wir sind ausdauernd, wir machen einen Punkt auf die Ausdauer. Ich möchte dazu sagen, ich habe wirklich nicht die Ahnung, wie man bei Fallout wirklich gut levelt. Ich habe mal gehört, dass wenn man zum Beispiel alle Punkte auf Luck, also auf Glück verteilt, dass man dann mehr Punkte kriegt im weiteren Spiel. Allerdings mache ich das so, wie ich das jetzt für richtig halte. Und Charisma halte ich nicht für wirkungsvoll, wenn wir das so spielen, wie ich das vorhabe. Denn mit der Charisma-Anzahl, also mit den Charisma-Punkten könnten wir
uns Freunde machen, wir würden schneller mit irgendwelchen Leuten interagieren können und uns im gewissen Fall vielleicht auch den ein oder anderen NPC anlachen, der da mit uns rumläuft. Allerdings gibt es nichts Schlimmeres als NPCs, die nicht so wollen, wie man selber will. Und ich finde, wir brauchen das nicht. Wir machen das alleine, ohne NPCs und ohne Hilfe. Von daher mache ich hier mal auf Minus sogar. Es gibt immer einen anderen Weg, an irgendwelchen Leuten vorbeizukommen, die einen gewisse Sprachoptionen dank zu wenig Charisma verwehren. Allerdings schleichen, umhauen, umschießen, umknüppeln, wegsprengen, was auch immer, geht gleichermaßen gut. Und wir haben wieder ein bisschen Punkte. Intelligenz. Intelligenz weiß ich gar nicht mehr, was damit gemeint ist, was das im Spiel bezogen bringt. Das könnte höchstwahrscheinlich irgendwelche, ist das zum Hacken? Zum Computerhacken, da war ich sowieso ziemlich mies drin. Ich habe das System nie wirklich verstanden, um ehrlich zu sein. Und ich habe das Gefühl, da werden wir auch das ein oder andere Mal noch vor den Terminals stehen und ein paar frustige Minuten haben. Vielleicht schneide ich es auch einfach raus oder verkürze das Ganze, das wird man dann sehen, wie sehr es gebraucht wird. Lassen wir mal einfach auf 5. Und dann sind wir hier bei der Agilität angekommen. Sie bewegen sich flink und ich kann ohne Lärm laufen bzw. schleichen. Finde ich so eine ganz gute Idee, allerdings wenn der ganze Mod funktioniert, so wie ich das haben möchte, werden wir einen Anzug bekommen, der es uns gewährt, ziemlich viele Schleichpunkte zu kriegen. Deshalb ist Agilität nur für die Beweglichkeit wichtig. Ich glaube, es vermindert auch unsere Trefferrate. Das heißt, wenn mich nicht alles täuscht, treffen uns unsere Gegner weniger. Von daher gibt es hier auch einen Punkt vorerst. Und jetzt haben wir Luck. Uns passiert immer ganz, ganz tolle Sachen. Hört sich ja eigentlich nicht schlecht an, oder? So, dann vielleicht einen noch auf Stärke. Einfach, weil wir es können. Und ich hoffe, dass wir damit erstmal ganz gut fahren. Wir werden es eh sehen, wenn es zu Ende ist. So, komm. Weg damit.